Jetzt ist der Parasympathikus schon gewählt. Der Entspannungsnerv, der Erholungsnerv, das wird spannend. Ich habe mir da was überlegt gerade. Ich weiß ja, was für Fragen reinkommen. Erstmal kommen wir ganz bei uns an. Nehmen den Raum ein, in dem wir uns wohlfühlen. Spüren und dazu Hilfenahme der Hände in diesen Innenraum hinein. Wenden dann die Hände, um auch unter Zuhilfenahme der Hände unser Inneres in uns nach unten zu führen, durch den Körper hinunter, durch die Fußsohlen in die Erde und dann spüren, was das an aufrichtender Kraft auslöst. Der Atem darf reagieren, ich entspanne mich und mache einen kleinen Schritt, um wieder auf neutral zu sein. Und wir wiederholen das nochmal, wenn das recht ist. Kontakt, körperlich Kontakt mit dem eigenen Innern aufnehmen. Die Hände wenden und mit dem Körpergefühl hinuntergehen, hinunterströmen in die Erde und alles andere geschieht nur dadurch, dass ich es wahrnehme. Da mache ich gar nichts dazu. Der Atem reagiert, ich lasse los. Wenn man sagt Parasympathikus und Sympathikus, der Sympathikus ist mehr der Nerv, der mit den Aktivitäten, der die Organe versorgt, der Willensimpulse in unseren Leib hineinführt und der Parasympathikus ist mehr, der loslässt. So, sagt man, den pflegen, um zu entspannen. Und was jetzt ganz interessant ist, ist, der Parasympathikus, der tritt eigentlich vor allem in der Nähe des Gehirns aus und geht von dort in den Körper. Und er tritt näher mehr in den Beckenbereich aus, im Kreuzbein und verteilt sich von dort im Körper. Während der Sympathikus, der uns vorwärts treibt, uns unter Spannung hält, mehr aus dem mittleren System austritt. Das heißt, wir haben jetzt die ganz interessante Aufgabe. Man denkt doch, ja, wir wollen doch alle in der Mitte sein, aber gerade da sind die Nerven, die so machen und gerade die Nerven, die nicht in der Mitte sind, sind die, denen wir uns hingeben wollen und einladen. Tragt uns doch bitte. Und jetzt tun wir erstmal, wenn wir das wissen, aha, da hinter dem Kopf, da ist irgendwo so im Nacken, da kommen diese Parasympathikusnerven irgendwo her und verteilen sich im Körper. Und jetzt nehmen wir mal die Hände nach oben und tun dann die Hände, die Finger ein bisschen weiten, spüren den Hinterraum und tun einfach nur mal abströmen. Und jetzt legt mal diesen Hinterkopf ein bisschen rein in dieses Runterströmen. Und dann loslassen, zurückkommen zur Mitte und dann loslassen. Wir wollen ja in die Mitte, wir wollen auch diesen Sympathiebereich des Sympathikus ansprechen, aber diese Entspannungsenergie dorthin bringen. Und der Körper reagiert jetzt so, dass wenn wir merken, den Gedanken dazu nehmen, wir machen das für unseren Parasympathikus, den Kopf zurücklehnen, dann spürt er das. Also ganz ruhig mit den Händen nach oben und merken, wir spüren die Füße, die Hände weit machen, dass wir wie den Sternenhimmel über uns spüren, langsam abströmen. Jetzt probiert mal, aha, dieses untere Gehirnbassin, den Nacken wieder hinten hineinzulegen in den Bereich.
und dann lösen. Und ganz bewusst jetzt ein, zweimal hier in dieser Mitte entlang strömen mit diesem Gefühl. Hinunter und wieder hinauf. Und dann loslassen. Ein kleiner Schritt nach vorne. Und macht man es nochmal und versucht wirklich gerade diesen Bereich, den Nacken, den man auch ab und zu so ein bisschen massiert kriegt, den man Verspannungen hat, als würden da Fäden rausgehen, Nerven rausgehen und die in diesem Abstrom wurzeln lassen. Also nach oben greifen, die Hände so hoch, wie es halt gerade angenehm ist, auseinander. Und jetzt diesen Bereich da hinein spüren. Und loslassen. Atmen. Und dann in diesen mittleren Bereich herauf und herunter, wie in diesem ganzen Rippenbereich und Bauchbereich. Zweimal rauf und runter. Haben wir es dreimal gemacht für diesen Bereich. Und jetzt kann man wie sagen, aha, da oben ist ein Kopf, aber da unten ist auch ein so ein rundes Becken. Das ist wie genau andersrum aufgebaut, aber ähnlich. Jetzt probiert mal, dass ihr wie die Hände hier hinten habt bei dem Kreuzbein eigentlich. Und jetzt mal nach hinten hier einfach weit werden und nach hinten aufmachen. Und dann wieder hier hinkommen. Und dann nochmal einfach nach hinten diesen Bereich öffnen. Und dann wieder zurückkommen. Und ein drittes Mal. Aufmachen, ein bisschen nach hinten. Und dann wieder zum Kreuzbein zurück. Und dann macht man das Gleiche nochmal und strömen nach unten mit den Händen. Haben aber jetzt nicht das Gefühl, dass er beim Hinterkopf zu stark rausgehen, sondern dass dieser Bereich hinter dem Steißbein oder hinter dem Kreuzbein eigentlich nach hinten aufmacht. Also die Hände gehen wieder hoch. Wir gehen auseinander. Wir strömen ab. Wir spüren den ganzen Rücken. Und jetzt fängt er schon an, das, was er vorher mit den Händen gemacht hat, mit dem Körpergefühl zu machen. Ich gehe beim Steißbein hinten raus und spüre diesen Strom, der runterkommt. Dann komme ich wieder in die Mitte und hier habe ich das Gefühl, als würde ich ein Musikinstrument spielen. Jede Rippe macht irgendwie so einen Klang. Dann nochmal, im Bauchbereich sind es mehr geistige Rippen, oberhalb vom Zwerchfell sind es knöcherne Rippen und wieder runter. Und loslassen. Wir machen es noch zweimal. Also ihr stellt euch quasi vor, ihr fühlt, da hinten gehen solche Parasympathikus fühlende Nerven hinaus und wir kämmen die durch diesen Abstrom, dass die sich wohlfühlen. Die Hände sind oben. Es geht, wir öffnen den Himmel über uns. Strömen ab und jetzt spüre ich das da unten. Und jetzt lasse ich das durchströmen und kämme diesen Bereich. So schön. Dass die Haare, die quasi wuschelig waren, ganz flach werden, glatt. Und dann komme ich wieder hierher und empfange das in meiner Mittebereich, da wo die ganzen Sympathikusnerven so stark leben. Dass die was davon aufnehmen können.
dann loslassen und ein letztes Mal. Und in diesem Abströmen, was uns ja auf die Fersen bringt, erlebt so ein bisschen eine A-Qualität. Und in diesem Rauf und Runter, wenn er da fein reinlauscht, kann man fast wie ein M erspüren. Ja? Also wir machen es nochmal für dieses Nervensystem des Parasympathikus im Beckenbereich. Wir gehen hinauf, öffnen nach rechts und links, lassen die Sterne herunter, spüren den Bereich, dieses Hinauslauschen im unteren Becken, durchströmen das, nehmen das mit, entspannen das, lassen ein bisschen los. Und dann bringen wir diese entspannende Energie hier auf und abschwingend in die Mitte. Und spürt es möglichst gut im Leib, als würde da immer was angeschlagen, wie ein Xylophon. Und jetzt machen wir noch eine Kleinigkeit für diese beiden Bereiche. Ich stehe seitlich und habe mal die Hände ein bisschen weiter weg vom Körper und kommt dann nach oben, strömt auf Halshöhe nach hinten und dann wie bei der Rundung vom Hinterkopf strömt ein bisschen hoch. Wie so eine, ja, es ist keine halbe Acht, aber da strömt was rauf. Da strömt es vor und da vorne lässt es irgendwie los. So eine Art halbe Acht, das ist schon so. Und da, es kommt rauf, nach hinten, spürt diesen Bereich. Und dann geht es wieder an der Schädelbasis entlang, da lebt dieser ganze Parasympathikus. Und dann lässt er diese ruhige Energie in euren mittleren Bereich hereinsinken. Ein letztes Mal so hinaufströmen, zurück und nach oben. Und dann loslassen. Atmen. Jetzt geht mal bitte so weit vor, dass ihr ein, zwei, drei Schritte zurück machen könnt und merkt euch genau, wie weit kann ich gehen, ohne dass ich anstoße. Ja, also niemand sollte jetzt stolpern, weil jetzt machen wir das Gleiche und lasst uns ein bisschen damit zurücknehmen. Also wir steigen hier auf und wenn jetzt dieser Strom nach hinten kommt, dann gehen wir einfach mit und dann beim Aufsteigen beruhigt sich der Schritt und wird langsam. Und dann kommen wir wieder runter. Wenn wir merken, jetzt geht es nach vorne, gehen wir mit und hinunter. Dieser ganze mittlere Bereich, wir spüren den, wir bringen das nach hinten und lassen es aufsteigen. Immer die Schädelbasis ein bisschen spüren, runterkommen, wann will es vorgehen. Und jetzt den ganzen Rumpf spüren. Das letzte Mal. Und das spüren, diese Qualität, die da an der Schädelbasis liegt und die lasst reinströmen in euer ganzes Rumpfwesen. Und dann atmen. Ja. Und jetzt macht man es ähnlich noch zum Schluss für hier unten, für diesen Bereich, der dieses Nervensystem hat, was hier austritt in den Körper, den zweiten Kopf des Parasympathikus, könnte man sagen. Und da macht man es jetzt umgekehrt, dass ihr hinten anfangt, dass ihr vorwärts gehen könnt. Die Hände sind hinten und jetzt gehen sie so im Abstand am Po entlang, dann
über den Hüften nach vorne und dann steigen sie auf. Und was die Hände machen, spüren wir innerlich auch im Körper ein bisschen passieren. Und dann entspannt, wir spüren das im ganzen Rumpfbereich, es geht nach hinten. Und dann strömen wir achtsam um den Po herum nach unten. Und dann noch einmal hinauf, vor und das im Körper spüren. Diese ruhige Energie steigt in uns auf. Die Hände außen sind nur ein Auslöser. Dann entspannen. Wir übergeben das wieder an dem Untern. Nach hinten. Und dann nach hinten immer ein bisschen loslassen, bevor die letzte Wiederholung kommt. Das im Körper spüren, in den Rippen. Und loslassen. Ruhig stehen einen Moment. Und jetzt gerade diesen mittleren Bereich spüren. Den wir jetzt befruchten lassen wollten von diesen Qualitäten, die der Parasympathikus aus dem oberen Bereich und aus dem unteren Bereich in uns entwickelt. Dann achtsam hinsetzen und nachspüren. Wie tut das, was wir gerade gemacht haben? Und wir haben uns ja quasi ein bisschen mit der Schädelbasis und Nervengeschehen, Nervengeschenk dort und mehr Kreuzbeingegend beschäftigt. Und darum gerade die Frage, wie fühlt sich jetzt die ganze Mitte an? Der Rumpf. Und ihr könnt euch auch jetzt fragen, fühlt sich der Rumpf von innen her betrachtet links und rechts gleich an? Oder spüre ich Verschiedenheiten? Wie schwer lastet jetzt der Kopf auf dem Hals? Wie erlebt er das, wenn er ihn ganz leicht bewegt? Und wie, in welcher Qualität oder in welcher Form erlebt er jetzt den Beckenbereich? Wie tritt euch der entgegen?